Erst neulich hatte mich jemand in den Kommentaren gefragt, wie man denn so einen Lightsweep-Effekt in DaVinci Resolve macht, und das zeige ich dir heute. Für die Demonstration habe ich hier einfach nur einen Minecraft-Block über einen zweiten Videolayer drüber gelegt und du siehst, das Ding hat schon Transparenz und damit gehe ich jetzt in Fusion. In Fusion holen wir uns zuerst mal mit Shift-Space eine Brightness-Contrast-Node hier rein und diese Brightness-Contrast-Node, da hake ich Clip Black und Clip White an, weil das wird uns helfen, nicht über Werte über 1 und unter 0 zu gehen, was Bildfehler verursachen kann. Und dann hole ich mir hier einen Color Corrector. Und diesen Color Corrector kann ich jetzt so einstellen, dass der mir quasi alles hell macht, indem ich den Gain hochziehe auf 5. So, jetzt möchte ich meinen Light Sweep natürlich begrenzen und dazu hole ich mir zuallererst mal mit Shift Space eine Bitmap Node hier heraus, die nichts anderes macht, als den Alpha-Kanal meines Bildes in eine Maske umzuwandeln. Und diese Maske kann ich jetzt weiter nutzen. Und zwar hole ich mir jetzt ein Rectangle raus und ziehe das hier erstmal breit und gebe dem eine leichte Soft Edge. Und das verbinde ich jetzt in den blauen Pfeil meiner Bitmap und damit wird das beides als Maske verrechnet. Und jetzt sage ich in der Bitmap-Node, wie das Ganze verrechnet werden soll und sage jetzt hier, gib mir das Minimum von beiden heraus. Damit kriege ich die Schnittmenge. Und jetzt kann ich diese Maske von der Bitmap in den blauen Pfeil meines Color Characters ziehen. Und wenn ich mir das angucke, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, im Rectangle selbst die Position dieses Light Sweeps bestimmen und natürlich auch den Winkel von dem Ganzen. Und genau diesen Light Sweep habe ich dir mit einer automatischen Animation schon auf meine Webseite gepackt. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß damit, Kameramagier, und ich hoffe, das macht deine Logo-Animation besser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.